So. Ja, jetzt sind wir hier so richtig unter uns, ne? Und sitzen im Stöffelpark in Enspel im Westerwald in einem automobilen Kunstwerk. Eigentlich ein Porsche 964, aber die Anmutung der frühen 70er Jahre. Und das alles präsentiert uns Armin Ströder. Schönen guten Tag. Guten Tag. Was machen wir heute hier? Schönes Fotoshooting. Haben wir jetzt hinter uns. Ne? Deswegen stehen mir auch jetzt die Haare zu Berge. Ja. Ließ sich auch nicht mehr ganz retten, die Frisur. Ne? Aber Spaß beiseite. Wir wollen über ein Modethema reden auf der einen Seite, das seit 2011 in aller Munde ist. Es ist aus Amerika nach Europa rübergeschwappt, nennt sich Backdating oder Restomod. Das bedeutet etwas Halbmodernes, äußerlich deutlich älter machen. Und trotzdem ist es nicht nur so eine Modewelle, wo jeder dem anderen etwas abguckt. Es ist vor allen Dingen ein Spiel, in dem es um Nuancen geht, um Details, um den eigenen Ansatz. Was ist der eigene Ansatz des Armin Ströder? Mein Ansatz ist eigentlich, dass Kunden so ein Fahrzeug gebaut haben wollten. Dann haben wir erstmal eins gemacht mit Kaufteile und ist aber nicht letztendlich die Lösung gewesen, was unser Ziel ist. Wir wollten halt ein besseres Produkt machen, haben dann viele Kohlefaserteile gebaut und haben damit auch angefangen mit Modellbau und dann ging das mit Motor weiter, dann ging es mit Getriebe weiter und das nimmt ja im Endeffekt, man sieht diese ganzen Details, einer der so ein Fahrzeug kennt, sieht die im Einzelnen erstmal gar nicht. Das sieht man erst dann, wenn man sich genauer mit dem Thema beschäftigt. Ob das in der Innenausstattung ist oder von der Karosserieform, von allen Details ist schon sehr, sehr viel geändert worden. Der Entwicklungsprozess, der sich da abzeichnet, wenn man sich das anhört, ist wahrscheinlich mit 365 Tagen nicht abgeschlossen. Nee, ne? Nee. Wann hat das begonnen? Ungefähr vor fünf Jahren, ja. Mhm. Das heißt, die Ausgangsüberlegung war jetzt nicht so eine typische Marketingüberlegung. Wir machen uns mal so ein Business Case an einem weißen Blatt Papier. Sondern es gab Kunden, die konkret gesagt haben, ich habe da was gesehen, ich möchte auch sowas. Genau. Und dann möchte man die nicht lieber gleich wegschicken und sagen, wir fangen das gar nicht erst an? Nee, es gibt halt Kunden, die wollen ganz speziell, die wissen genau, was sie wollen, was die für Details wollen. Es gibt Kunden, die sehen so ein Auto, mach mir einen und das ist dann schwierig. Am besten ist es immer, es sind Kunden, die sich damit identifizieren und auch wirklich so ein Auto genau im Detail so haben wollen, wie sie sich das vorstellen. Und dann kann man so ein Auto auch wunderschön bauen. Welche Grundlagen braucht man selbst, um so ein Projekt technisch, konzeptionell, auch vom Netzwerk her, realisieren zu können? Was für einen Hintergrund muss man haben? Einfach, da müssen Emotionen rein, da sind ganz viele Emotionen drin, da muss ein ganz großes Interesse dabei sein und man muss halt Spaß daran haben, sowas überhaupt zum machen zu wollen. Jetzt impliziert der Unternehmensname AMS Racing natürlich, dass es da irgendwie auch so einen Motorsport-Hintergrund gibt. Ne? Wie ist denn der konkret? Der ist konkret, hatte ich im Porsche Zentrum Koblenz mal angefangen, da hatten wir für Alfred Heger und Uwe Alzen zwei Carrera Cup und Supercup Autos gemacht. Dann bin ich 12 Jahre in der Szene geblieben, nur mit Supercup und Carrera Cup. War noch sehr erfolgreich, zum Schluss noch bei Manta Racing. Waren wunderschöne Jahre, aber letztendlich hat mir dann irgendwie nach 12 Jahren mal gesagt, es reicht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe dadurch, weil ich viele Leute kannte, auch mit in der Porsche-Szene und Unfallreparaturen und sowas haben wir uns selbstständig gemacht und dann haben wir irgendwann hier die Backdate-Geschichte angefangen. Braucht man denn einen motorsportlichen Hintergrund wie 12 Jahre Supercup mit Siegfahrern, um sowas hier zu machen? Ja, bringt definitiv. Also in den 12 Jahren habe ich viel dazugelernt. Ich habe schon immer nach der Lehre immer geschraubt und immer Motorsport interessiert. Aber die Erfahrung, die man im Motorsport sammelt, ist natürlich sehr, sehr wichtig und kann man auch viel, gerade bei solchen Umbauten, umsetzen. Gibt es ein konkretes Beispiel, an dem man erkennt, dass dieser Technologietransfer oder dieser Wissenstransfer hier in dieses Auto eingeflossen ist? Fahrwerkstechnisch auf jeden Fall, motortechnisch, getriebetechnisch mit Übersetzung, Bremsentechnik. Also das sind alles Dinge, die man im Motorsport halt lernt. Wenn man auch wirklich selbst auch Autos baut, was wir bei Manta halt auch gemacht haben.
Das ist natürlich auch eine der feinsten Adressen in der Welt, insbesondere wenn es um Fahrwerksbau geht, wenn es um performance-relevante Dinge geht. Wobei mir manchmal bei diesen automobilen Kunstwerken, wie so einem Backdate-Auto, der Zusammenhang nicht gleich einleuchtet. Warum muss so ein Auto auf der einen Seite ästhetisch hochanspruchsvoll sein und auf der anderen Seite so performant, eigentlich wie ein GT3, mit Leistungsdaten, die einem GT3 entsprechen würden? Weil der Anspruch der Kunden größer ist. Und wenn sie mit einem alten F-Modell fahren, sag ich mal, wollen die Kunden nicht mehr. Die wollen mehr Leistung haben, die wollen eine bessere Bremse haben, das Auto muss Servo haben, das muss fahren wie ein neueres Fahrzeug. Also muss bequem fahren. Man muss einkaufen fahren können damit. Kann man das hier? Definitiv, ja. Aber hier ist ja ein 4,1 Liter Motor verbaut, habe ich mir sagen lassen, mit einer Kurbelwelle aus dem GT3 4 Liter. Ja, richtig. Widerspricht sich das nicht, der Einkaufsfahrer zum Brötchen holen so ein bisschen? Nein. Warum? Weil die Hubverhältnisse oder die, ob das jetzt eine Kurbelwelle ist mit 70er Hub oder 80er Hub oder ist ja nun mal halt egal. Das macht ja, hat ja keinen Einfluss. Solange man die von der Verdichtung noch relativ zahm lässt und so dazu im Alltag auch zu gebrauchen sind, ist das kein Problem. Ist egal, welchen Hubraum man hat oder welche. Man muss vernünftige Qualität haben. Und wir haben eine gute Qualität in den Motorteilen. Und ich sag mal, Pangl ist nun mal halt ein sehr guter Hersteller. Das ist ein österreichisches Unternehmen, das im Bereich Kolben und Pleuel weltmarktführend ist, wenn es um Formel 1 geht. Ne? Ja. Und wenn die Kolben fertigen und auch die Pleuel fertigen, dann sind wir da auf einer guten Seite. Klingt nach teuer. Ja, ist auch sehr teuer. Also bei so einem Motor, dann wird schon mal ganz schnell sechsstellig. Nur der Motor? Nur der Motor, ja. Ist es am Ende dann nicht so, dass der Motor mehr kann als das Umfeld, weil die Basis ist Porsche 964, der ist 1988 damals der Öffentlichkeit vorgestellt worden, der Produktzyklus, der ging bis ins Jahr 94, also knappe 6 Jahre, nun ist die Zeit weitergegangen, auch die Entwicklung bei Porsche im Motorenbereich, im GT3-Bereich ist deutlich weitergegangen. Ja. Steckt in so einem Auto ein Motor, der am Ende mehr kann als das Umfeld? Nee. Die Bremse ist vergrößert worden, Fahrwerk ist verbessert worden und also da ist von der Aerodynamik her mit der Spoilerlippe vorne, die man deutlich merkt bei über 200 und also wir sind schon viel mit dem Auto gefahren und auch schnell gefahren und also da, dass ich nie einen GT3 die Fahrerlebnisse bekomme wie in einem GT3, das ist klar. Das auch wenn wir das jetzt als Grundwissen voraussetzen, vielleicht sollten wir da einen Satz zu noch loswerden. Warum ist das so? Was kann ein GT3 im Vollformat anders als so ein Auto ohne Flügel? Der ist schon mal von der Achsgeometrie ganz anders als 964. Mhm. Der hat nochmal eine viel bessere Bremse. Der hat nochmal einen stärkeren Motor. Da ist, also ich sag mal, es wäre illusorisch zu sagen, der macht im GT3 nichts nach oder das geht nicht. Also zwei automobile Welten. Ja. Nun ist ein GT3 ja gemacht worden, dass man auf der eigenen Achse zum Beispiel an die Nürburgring-Nordschleife fahren kann und da durch die Schranke fährt und sofort betriebssicher und trotzdem mit sehr viel Spaß seine Runden drehen kann. Wenn ein Kunde jetzt sagt, ich möchte mit dem Auto auch in die Eifel fahren, ich möchte auch mal eine runde Rennstrecke fahren, geht das mit so einem Auto? Ja, geht auch. Schon mal ausprobiert? Ich selbst noch nicht, aber wir werden es noch ausprobieren. Gibt es dann da vielleicht doch ein bisschen Adaption aus den Cup-Zeiten, gerade vom 964 Cup, gerade war ja Uwe Alzen das Stichwort und auch Alfred Heger, da gibt es einen weltbekannten Film, 1993, das Supercup-Finale in Hockenheim, beide mehr im Grün als auf dem Asphalt. Sind das die Jahre, wo man auch was über Fahrwerke gelernt hat, die hier in diesen 964 eingeflossen sind? Beim Cup hat man natürlich nur die Möglichkeit, die festen Fahrwerke, die Porsche halt vorgeschrieben hat, einzubauen. Man kann da nicht viel ändern. Man kann mit Höhe, mit Sturz, Spur, und da kann man schon was machen. Aber dann hört es auch auf. Weiter geht es natürlich, wenn man Langstreckenrennen fährt. Und da kann man viel mehr an Fahrwerke machen, mit Stabi und
anderen Dämpfern, anderen Federn und so weiter. Da hat man viel mehr Möglichkeiten und haben wir ja auch gemacht. Hier ist jetzt ein KW-Fahrwerk verbaut, ja, das in vielerlei Hinsicht verstellbar ist. Ja. Warum muss das für die Straße so viele Verstellmöglichkeiten haben? Weil jeder Kunde andere Ansprüche hat. Der eine möchte das Fahrwerk relativ straff haben, der andere möchte bequem fahren. Und bei dem KW-Fahrwerk habe ich den Vorteil, den kann ich beistellen in Druck- und Zugstufe, den kann ich in der Höhe einstellen, wie ich ihn brauche. Und das ist der optimale Kompromiss. Wenn ein Kunde jetzt kommt und sagt, ich möchte so ein Auto haben, das jetzt hier ist ja ein Kundenfahrzeug, in dem wir sitzen, aber wenn nun jemand zur Tür hereinkommt in Montabaur im Westerwald, wo der Betrieb zu Hause ist und sagt, ich möchte so ein Auto, wie lange muss der warten, bis er sein Fahrzeug erhält? Also die reine Bauzeit an so einem Fahrzeug ist circa ein Jahr, komplett. Und dann wird er komplett wasserentlackt, komplett gestrippt, jede Schraube wird alles überholt und überarbeitet. Steht im Endeffekt da wie ein neues Fahrzeug und ein Jahr Bauzeit ist realistisch. Einschließlich der Recherche des Basisautos oder gibt es bereits so zwei, drei Basisautos in der Hinterhand? Nee. Also man muss dann jetzt loslaufen und am Weltmarkt ein Auto finden? Wenn ein Kunde ein Auto anliefert und sagt, bauen wir den um, dann ist das realistisch ein Jahr Bauzeit. Und wenn er das nicht hat, wie schwierig ist das heutzutage? Ja, die Autos sind sehr teuer geworden, relativ teuer. Man bekommt schon Autos, aber ich sag mal, da stehen Preise im Raum, wo ich denke, ist vielleicht doch etwas zu hoch oder nicht gerechtfertigt. Ist schwierig. Also Autos zu bekommen, vernünftige Basisautos, ist nicht einfach. Ist eigentlich schon mal jemand auf die Idee gekommen, so ein Backdate-Projekt auf der Basis von dem ehemaligen Renn-964er zu verwirklichen? Da gibt es ja noch so manches, was nachträglich mal verbastelt, verbreitert wurde, wo es vielleicht also einfacher ist, auf einer Basis aufzubauen. Ich finde es nicht gut oder ich finde es auf keinen Fall gut, weil die meisten Rennautos aus der damaligen Zeit, die waren so oft verunfallt. Mhm. Und die Karosserien, gerade bei den Längsträgerbereichen und vorne und hinten, würde ich nicht so sehen. Also das kann man nicht verantworten mehr, was die Stabilität betrifft? Ja, doch, oder? Kann man schon verantworten, aber der Umbau wäre ja noch teurer. Wenn ich ein fertiges Basisfahrzeug habe, wo Klima alles drin ist, kann ich auch viele Teile wieder verwenden. Die werden alle geprüft und dann wieder eingebaut. Aber wenn ich ein Rennfahrzeug hätte und ich müsste da Klima nachrüsten und Lüftung nachrüsten und, kommt mit dem Preis ja überhaupt nicht mehr hin. Man braucht hier eine Klimaanlage, weil der Motor so eine Abwärme produziert? Man braucht sie nicht. Kunden möchten Klimaanlage haben. Also bisher haben wir alle Fahrzeuge mit Klima gebaut, weil die Kunden die haben möchten. Okay. Es gibt aber auch so ein paar Frischluftvarianten. Ne? Es gibt einen Targa, der schon mal verwirklicht worden ist. Da ist auch noch ein Projekt gerade in der Mache. Auch ein Targa, ja, richtig. Auch mit speziellen Dächern. Kann man da schon mal einen Ausblick geben, was da so alles in nächster Zeit noch entsteht? Targa sind wir noch einen am Bauen, einen haben wir ja komplett fertig gemacht, einen ist jetzt noch in der Bauphase. Dann kommt noch ein Dach, ähnlich wie der Porsche Classic das hat, mit dieser Sicke. Mhm. Da haben wir jetzt Modellbau fertig, abgeschlossen und das Dach wird jetzt produziert. Ich denke mal, nächste Woche machen wir dann im Haus, dann wird das noch montiert an einem Coupé und dann geht's halt weiter. Dann geht's halt weiter. Gibt es denn auch kreative Vorschläge von Kunden, die irgendetwas verwirklicht haben wollen, was es noch nicht gibt? Bisher wüsste ich nicht. Aber dem Variantenreichtum sind wenige Grenzen gesetzt. Es sind einige Kunden, die sich wirklich in der Szene damit sehr beschäftigen. Mhm. Und die haben ihre konkreten Vorstellungen. Aber das sind alles Vorstellungen, die auch realistisch sind und auch zu bekommen sind und umzusetzen sind. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch über ein wirklich ästhetisches, tolles Auto in einem besonderen Grauton. Herzlichen Dank, Armin Ströder. Danke Ihnen.